Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Okami. Wir machen uns auf in diesen Teleporter, denn wir haben jetzt alle Gegner erledigt und hier steht Marco. Oh, Amaterasu. Schon dich mit meinen eigenen Augen sehen zu können. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Freude mir das bereitet. Es schmerzt mich, dass ich nicht bis zum Ende bei dir bleiben kann. Aber ich weiß, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Jetzt werde ich mich den anderen anschließen, aber ich werde dich niemals vergessen. Und auch nicht, wie wir zusammen auf den Feldern unserer Heimat spielten. Ich bete, dass du immer hell erscheinen wirst, Amaterasu. Mögest du immer hell erscheinen. Den Bakada hat gerade verarbeitet. Das leuchtende Schwert Futan. Da bist du ja, Amaterasu. Ich dachte, ich könnte das erledigen, bevor du ankommst. Aber wie es aussieht, habe ich mein Limit erreicht. Haha. Das bringt Erinnerungen zurück. Nicht wahr, Darling? Erinnerst du dich, wie wir gemeinsam auf der göttlichen Ebene Orochi gegenüberstanden? Sieh, es ist in Finsternis verhüllt, aber mach keinen Fehler. Das ist niemand anderes als Yami, der böse Herrscher der Finsternis. Er war es, der die göttlichen Wesen an Bord dieser Arche ermordet und Unglück über das Land der Sterblichen gebracht hat. Natürlich ist es zu dunkel, um seine wahre Form zu sehen. Aber wir sind ja der Sonnengott, wir können es erleuchten. Und so beginnt es. Der verfluchte Tag der Finsternis ist da. Werden wir etwa gerade alle unser Pusentechnik beraubt. Oh. Verzerrungen in Raum und Zeit erzeugen dieses Phänomen. Dieses unglücksbringende Ereignis findet nur einmal eine 100 Jahre statt. Niemand, nicht einmal die Götter, haben die Macht, es aufzuhalten. Trotzdem werde ich standhaft bleiben und diesen Kampf bestreiten. Weil ich es war, der die Arche der Yamato auf die göttliche Ebene gebracht hat. Aber ich war mir nicht bewusst, dass das Böse in seinen Tiefen lauerte. Ich habe den Tod von zahllosen, unschuldigen göttlichen Wesen verursacht. Und ich habe einen Fluch über das Land der Sterblichen gebracht. Wie auch immer, ich kann weder meine Taten noch die Vergangenheit rückgängig machen.
Oh. Amaterasu. Orochi kann nur durch die Macht des Auserwählten besiegt werden. Das war es, was ich dir gesagt habe. Und du hast ohne Fragen zu stellen auf mich gewartet. Du hast geduldig in diesem Land der Sterblichen gewartet. Du hast auf den Tag gewartet, an dem Nagi, der Auserwählte, geboren wurde. Du hast an mich geglaubt. Obwohl du das wusstest, dass ich ein Angehöriger des verfluchten Mondstammes bin, der aus dem Reich des Mondes geflohen war. Ich war tief bewegt von deinem aufrichtigen Geist. Darum hat mein Glaube an dich seit diesem schicksalhaften Tag, an dem wir Seite an Seite gegen Orochi gekämpft haben, nie gewankt. Amaterasu, du musst zur göttlichen Ebene zurückkehren. Du musst dorthin zurück, um dieser Welt den Frieden zu bringen. Okay, dann wollen wir den Kampf mal beginnen, wie auch immer der funktioniert. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie auch. Ich begegne diesem Gegner gerade zum ersten Mal und frage mich, was ich machen kann. Kann ich mich vielleicht hier in dieses Loch reinlocken? Oh, ich bin noch gesprungen. Wow, das zieht auch nur ein bisschen irgendwie ab. Habe ich denn keine... Wo sind denn meine ganzen Ausrüstungen hin? Meine Pinseltechniken sind weg. Ich kann soweit nichts unternehmen. So. Ah. Okay. Kannst du dann vielleicht... Soll ich ihn hier reinlocken? Nee, das bringt nicht so viel. Also ich sollte vor allen Dingen nicht hier... nicht hier runterfallen. Wo bin ich denn jetzt? Wow. Wow. Der macht mich gerade ein bisschen fertig. Wow. Ich kann keinen Doppelsprung mehr machen, ich kann gar nichts machen. Ah, okay. Ich kann ihn aber beißen. Dann mache ich das einfach mal so lange, bis irgendetwas passiert. Okay, vielleicht sollte ich auch, gut, dass wir noch ein paar Knochen mitgenommen haben. So. Okay, das ist alles kein Problem, solange uns diese Klingen nicht erwischen. Sollte das alles machbar sein. Ah, ich hab's gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Hier, diese Teile hier. Hier, da, wo ich gerade drauf stehe. Ich denke mal, dass es sich lohnt, ihn hier hin zu... hier hin zu locken, aber vielleicht vorher auch einfach zu verschwinden. Das wäre nicht das Allerverkehrteste. So. So. Einfach mal ist vielleicht gesagt. Irgendwie hier springend ausweichen. So, und jetzt hier. Einmal hier hin. Ja, puh, wenn ich irgendwo hinflüchten könnte, wäre das echt geil. Oder vielleicht, vielleicht muss ich ihn hier auch gar nicht irgendwie reinlocken. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Okay, ich glaube, ich habe ihn... Ich habe irgendwas gerade richtig gemacht und... gewinne eine Kraft wieder. Und zwar... Naja, immerhin kann ich jetzt Waffen tragen. Die Restauration... Moment. Was könnten wir mit der Restauration machen? Hier könnten wir dieses Loch zumachen. Wollen wir das? Das ist die andere große Frage. Will ich das überhaupt? Oh Mist, Mist. Oh Mann, der Kampf, der kann tatsächlich ein bisschen länger dauern. So, gucken wir mal, ob der das Ding hier nochmal kaputt machen kann. Ja, kann er. Ich bin mir halt nicht so sicher. Oder soll ich jetzt hier einfach... Nee, jetzt falle ich runter, das ist nicht so toll. Soll ich jetzt diese göttliche Ebene hier wieder restaurieren und kriege ich dafür eine neue Kraft? Das wäre natürlich auch so eine Frage. So, hätten wir... Passiert jetzt irgendwas? Boah, Mann! Elender! So. So, das wäre restauriert. Dann restauriere ich das Ding da hinten mal. So, mal gucken, ob ich... ja, es macht... Also ich kann ihm sehr geringen Schaden machen. Dann restauriere ich mal das hier. Okay. Ah. Okay, ich muss ihn tatsächlich die ganze Zeit prügeln, bis die ganzen Kräfte aus ihm rausfallen. So war das gemeint. Nicht, dass ich ihn in irgendwelche Löcher reinhauen muss. So, das heißt, dann werde ich mal so weitermachen. Ich habe einen Kraftstreich, den ich mal direkt ausnutzen werde. Und es macht richtig ordentlich Schaden. Sehr gut. Dann werde ich die Ebene mal weiter restaurieren. Gilt das? Kann ich das hier schon restaurieren? Nee, noch nicht. Das ist noch, naja, heile genug irgendwie. Aber hier hinten... Ich sagte hier hinten. Ha, sehr gut. So, dann kriegt er die zweite Rakete auch noch ab. So, da kommt sie schon angeflogen. So. Sehr gut. Kraftstreich Nummer 2. So, das macht doch schon mal ein bisschen Schaden. Und ich kriege die nächste Kraft. Das Ida wäre. Wahrscheinlich in genau der Reihenfolge, wie ich es auch eingesammelt habe. Was kam danach? Ich glaube, diese Blumenkraft kam, ne? Grüner Daumen, genau. So, das heißt, ja, ich kann seine Schwachstelle offenlegen und ihm eine verpassen. Oder auch nicht. Doch, kann ich. So, krass, war's das jetzt schon, oder? Nein, jetzt falle ich auch noch hier runter. Das ist super überflüssig gewesen gerade. So, Moment, was ist das denn ja? Was ist das? Was muss ich denn hier machen? Sowas? Nee, der Ball sieht jetzt anders aus. Okay, ich nehme an, wenn ich denn hier die Wasserkraft hätte, dann könnte ich... Moment, ist die Ebene jetzt wieder restauriert komplett, oder? Scheint so. So, Kraftstreich macht mäßig Schaden. Ein bisschen. Ich kann ja mal weitermachen. Bringt aber jetzt gerade nichts. Gibt es hier irgendein Element, dass ich hier... dieses Element hier... Na. Gehen jetzt hier nochmal. Nee, irgendwie nicht so richtig. Ah, Moment. Diese... Sieht's aus, als könnte ich... Ah, alles klar. Okay, dann. So, dann geben wir hier mal ein bisschen Gas. Alles klar. So, und was passiert? Es hat ausgereicht, dass wir die nächste Kraft bekommen. Was haben wir denn gekriegt? Was kam nach grünem Daumen? Da kam... Ne, Wasser kam später, ne? Kirschbombe, genau. Kirschbombe kam.
So, ja, wie machen wir denn das jetzt hier? Ah, okay, er sieht schon Sternchen. So, die rollen wir mal zu ihm hin. Dann kriegt er die nächste Kirschbombe. Ja, die muss noch dahin rollen. Das bringt halt alles nicht so viel. Okay, da zerlegt es ihn. So, und was ich auch mal ausprobieren könnte, ist, ich wechsle mal meine Hauptwaffe hiergegen. Vielleicht macht das ja mehr... Ja, nicht unbedingt. Hat das jetzt mehr Schaden gemacht? Bin ich sicher. So, nächste Fähigkeit. Nach Kirschbombe kam was? Boah, ich weiß es doch gar nicht mehr. Wie viel... Das ist fast ein Jahr her, dass ich die erste Aufnahme gemacht habe, glaube ich, oder? Wasserstrahl. Gut. Sehr gut. Das sollte klar sein, was ich jetzt mache. So, das heißt... das heißt, ich werde den nochmal hier löschen. Und, hier, kriegst eine Bombe. Kriegst eine Bombe, habe ich gesagt. Guck mal, was das bringt. Ja, geht so. Okay. Hier oben ist der Kern. Und noch ein Kraftstrich. Probiere ich nochmal eine Bombe hier hinzulegen. Scheiße. Moment. So, jetzt geht alles schon ein bisschen besser. So insgesamt läuft es ein bisschen flüssiger. Wir verlieren weniger Energie als am Anfang. Jetzt so, wo wir ein bisschen... Naja, wie soll ich sagen? Wo man... Mondschein haben wir jetzt. Ah, okay. Dann, kriegst du den Kraftstreich nochmal ab. Dann, was macht er denn jetzt? Ich frage mich nur... ich kann den Mondschein ja mal machen. Was war das denn bitte? Erstmal muss ich den hier löschen. Hat es was gebracht? Was passiert, wenn ich den Mondschein bringe? Kann ich hier... Kann ich da göttliche Hilfe holen? Moment. Du solltest mir deine Schwachstelle zeigen. So, da oben ist sie doch schon. Nein! So, geht doch. Schnell, bevor er sich zumacht, kriegt er noch einen Kraftstreich ab. Alles klar. Gut. Auch meine Göttlichkeit steigt wieder. Finde ich ziemlich geil. So, da hinten ist Wasser. Keine Chance. Hier, vermöbeln wir dich mal ein bisschen. Prügeln wir noch die restlichen... die restlichen, wie heißt es? Fähigkeiten aus dir raus. Die schließlich mal mir gehörten. So, oh, er brennt wieder. Das wissen wir zu verhindern. Jetzt müssen wir wissen, wo er ist. Ja. Und... Ich weiß nicht so recht, irgendwie... Irgendwie scheint mir diese Waffe jetzt auch noch so stark zu sein. So, hier nochmal Kraftstreich. Zeig dich. Doch nicht. So, doch, er zeigt die Schwachstelle. Da gehen wir jetzt auch hin. Beziehungsweise. Wo ist er? Da unten. Ist das Feuerzeug? Das Feuerzeug. Ja, wie auch immer. Wo ist Amaterasu? Ich sehe sie gerade nicht. Naja, wir hauen erstmal ordentlich auf die Kugel. Eigentlich bin ich gespannt, wie viel Form die noch annimmt. So, hier schneiden wir nochmal. Was ist das? So.
So. Hör mal auf mit dem Scheiß. So, jetzt aber. So. Ich wechsle nochmal die Waffe. Ich habe so einen Eindruck, dass ich hiermit einfach ein bisschen mehr Wumms hatte. So. Zumindest kann ich hier den, mein Ding so ein bisschen aufladen hier, den Kraftstreich, beziehungsweise, ne? So, das nehmen wir jetzt auch gerade nochmal, sind wir bestens ausgerüstet.